Ein neues Jahr, ein neues FIFA. Wieder einmal versucht EA Sports mit einer Neuauflage der FIFA-Reihe Fußballfans zu begeistern und den ewigen Konkurrenten Pro Evolution Soccer hinter sich zu lassen. Nachdem FIFA 17 mit dem Sprung auf die Frostbite Engine und dem neuen Story-Modus The Journey gepunktet hat, stellt sich dieses Jahr mal wieder die Frage, was kann FIFA 18, was der Vorgänger nicht konnte? Und genau dieser Frage gehen wir in unserem Testvideo auf den Grund. So viel vorweg. FIFA 18 bietet weder neue Modi noch technische Quantensprünge. Stattdessen sorgen viele kleine, aber feine Verbesserungen dafür, dass es ein noch besseres Spiel als FIFA 17 ist. Vor allem in seiner Kerndisziplin, dem Simulieren von Fußball, hat FIFA dieses Jahr ordentlich zugelegt. Das zeigt sich vor allem darin, dass sich alle Spieler nun schwerfälliger bewegen und das gesamte Geschehen auf dem Rasen realistischer läuft als früher. Die Spieler brauchen zum Beispiel länger für einen Richtungswechsel und nach einer verpassten Grätsche sind sie nicht mehr so schnell auf den Beinen wie noch in FIFA 17. Dadurch bekommen selbst erfahrene Serienveteranen endlich mal wieder eine neue und spannende Herausforderung vorgesetzt, wenn sie sich an das neue Spielsystem gewöhnen müssen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Chance zur Führung. So, Dortmund mit der Führung. Ebenfalls neu ist, dass sich alle Kicker nun deutlicher voneinander unterscheiden. Mit Topstars wie Neymar oder Cristiano Ronaldo können wir dank ihren hohen Spielerwerten wesentlich schneller sprinten und präziser dribbeln als gewöhnliche Spieler und rennen so jeder Defensive davon. Dafür haben stämmige Innenverteidiger wie Mats Hummels klare Vorteile im direkten Zweikampf. So wird das Spielgeschehen spektakulärer und trotzdem bleibt eine faire Balance zwischen Angriff und Verteidigung erhalten. Perfekt ist FIFA 18 allerdings noch lange nicht. Vor allem Fernschüsse fallen dieses Jahr wieder einmal unverhältnismäßig stark aus. Und auch wenn das Spielgeschehen realistischer geworden ist als früher, als Sportsimulation und in Sachen Ballphysik hat Pro Evo weiterhin die Nase vorn. Dennoch zeigt FIFA 18, dass sich die Serie noch immer weiterentwickeln kann. Abseits des Platzes sind die Neuerungen von FIFA 18 eher kosmetischer Natur. Beispielsweise sorgen neue Lichtfilter und überarbeitete Animationen im Publikum für eine bessere Stadionatmosphäre. Damit tut sich zwar nur wenig an der Optik, allerdings ist die in FIFA ja seit jeher auf einem extrem hohen Niveau. Das zeigt sich auch an den Spielermodellen, die gewohnt klasse aussehen. Zumindest wenn EA sich die Mühe gemacht hat, die realen Gesichter der Topstars vernünftig umzusetzen. Weniger prominente Kicker wie zum Beispiel Christian Pulisic von Borussia Dortmund sehen dagegen wieder mal sehr generisch aus. An den zahlreichen Spielmodi von FIFA 18 hat EA ebenfalls nur ein wenig Feintuning vorgenommen. Im Karrieremodus dürfen wir neuerdings etwa Transfers in Live-Verhandlungen abschließen und dabei mit gegnerischen Trainern und Spielern direkt um Ablösesummen und Gehälter streiten. Und im Ultimate-Team-Modus können wir dank den sogenannten Foot-Ikonen nun auch auf dem PC mit legendären Spielern wie Diego Maradona oder Pelé antreten. Diese beiden Modi sind zwar schon seit Jahren die Herzstücke eines jeden FIFA und sorgen auch dieses Jahr für viel Langzeitmotivation, allerdings wird es langsam mal Zeit, dass sich EA endlich um ihre größten Probleme kümmert. Im Karrieremodus stört etwa noch immer die inkonsequente Verhandlungs-KI, die immer wieder für absurde Ablösesummen und sinnlose Transfers bei unserer Konkurrenz sorgt. Und im Ultimate-Team-Modus gilt noch immer das Recht des Reicheren. Denn wer bereit ist, Echtgeld auszugeben, kann sich in Foot ohne Probleme eine Top-Mannschaft zusammenkaufen, während alle anderen Spieler dafür erst stundenlang und mühsam virtuelle Münzen ansammeln müssen. Im nächsten Modus von FIFA 18 feiert derweil ein alter Bekannter seine Rückkehr. Alex Hunter ist auch in der zweiten Saison des Story-Modus The Journey wieder Hauptdarsteller einer kurzen, aber unterhaltsamen Sportseifenoper, in der wir diesmal nicht nur England, sondern die ganze Welt bereisen. Spielerisch hat sich hier abgesehen von einem optionalen Mehrspielermodus zwar nichts getan, aber immerhin dürfen wir Alex Hunter nun ein wenig individualisieren und in Brasilien sogar in einer Runde FIFA Street antreten. Ansonsten überzeugt FIFA 18 mit dem gewohnt starken Lizenzpaket, mit mehr als 700 Mannschaften aus 30 Ligen aus der ganzen Welt. Deutsche Fans haben dieses Jahr außerdem besonderen Grund zur Freude, da zum ersten Mal die komplette dritte Liga sowie der DFB-Pokal für FIFA lizenziert wurden. So schafft es EA erneut, sich vom Vorgänger aus dem letzten Jahr abzusetzen und FIFA 18 noch ein bisschen besser aussehen zu lassen als FIFA 17. Die großen Innovationen fehlen zwar, aber vor allem die vielen kleinen Verbesserungen auf dem Spielfeld sorgen für eine deutliche Steigerung. Und schon die BVB-Legende Adi Preisler wusste einstmals, entscheidend ist auf dem Platz. Und da überzeugt FIFA 18 absolut. Der Ausgleich.
jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie.